Fraglich ist, der juristische Debattenpodcast mit Jan-Luca Ross, Marvin Utschmann und Alexander Göck. Bundesverfassungsgericht 2 BVR 2347 aus 15. Hinter diesem abstrakten Aktenzeichen steckt ein hochemotionales Thema: die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung. Bereits 1979 hat die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie ein Statement veröffentlicht, welches besagt, dass die Lebensverlängerung nicht unter allen Umständen das Ziel ärztlichen Handelns sein kann. Dennoch haben Diskussionen über ein Gesetz, welches Rechtssicherheit bezüglich der Förderung von Selbsttötung verschafft, bis 2008 nur auf rechtswissenschaftlicher Ebene stattgefunden. Im Jahr 2009 verschob sich die Debatte in den Bundestag. Es wurde ein Gesetz beschlossen, welches Patienten im Rahmen einer Patientenverfügung ermöglicht, Behandlungsabbrüche anzuordnen, sollten bestimmte Krankheitsbilder eintreten. Gleichzeitig wurde damit klargestellt, dass Mediziner sich nicht strafbar machen, sollten sie Sterbewillige durch Unterlassen unterstützen. Konträr zu dieser Entwicklung eines Mehr an Selbstbestimmung über das eigene Leben entfachte sich zugleich allerdings eine Diskussion über den selbstbestimmten Tod unter Beihilfe eines anderen. Aufgrund der Straffreiheit dieser Art von Suizidhilfe entwickeln sich mehr und mehr Sterbehilfevereine. Der Gesetzgeber, welcher die Kommerzialisierung des Todes befürchtete, wollte dem Ganzen einen Riegel vorschieben. Dieser Riegel wurde in Form des Paragraphen 217 StGB am 6. November 2015 beschlossen. Bereits im Vorfeld gab es rege Kritik an der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzesentwurfs, welcher unter anderem dazu führte, dass die Fraktionsdisziplin zur Abstimmung ausgesetzt wurde. Dennoch wurde das Gesetz mit 360 Ja-Stimmen, 233 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen beschlossen. Am 26.02.2020 wurde das Strafgesetz durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts für verfassungswidrig und mithin nichtig erklärt. Und damit herzlich willkommen zur ersten Episode unseres Podcasts Fraglich ist. Ich heiße Jan-Luca Ross und zusammen mit meinen beiden Co-Hosts Marvin Utschmann und Alexander Göck freut es mich natürlich ganz besonders, dass ihr heute unserer Debatte beiwohnt. Marvin hat es ja eingangs schon erwähnt, wir reden heute über ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von Februar diesen Jahres, das durch die Corona-Krise teilweise etwas in den Hintergrund getreten ist, aber dementsprechend nicht an Aktualität oder gar Relevanz verloren hat. Ich eröffne die Runde heute einfach mal mit der Frage: War es denn damals, 2015, während des Gesetzgebungsprozesses schon absehbar, dass die Norm derart viele Verfassungsbeschwerden auf sich ziehen wird? Ja, Jan-Luca, ich danke dir für die einführenden Worte und würde sagen, ja. Ich würde deine Frage ganz klar mit Ja beantworten. Soweit ich weiß, hat auch damals bereits die Justizministerin ein Statement von sich gegeben beim Gesetzgebungsprozess, dass diese Norm definitiv einer Verfassungsbeschwerde unterliegen wird, beziehungsweise dass sie durchgeprüft werden wird. Warum glaube ich auch, dass das absehbar war? Ich sehe den Paragraphen 217 sehr, sehr personifiziert. Der wurde damals erlassen, unter anderem wegen der aufkommenden Sterbehilfevereine. Und wenn ich so eine Norm gegen eine bestimmte Gruppe beziehungsweise gegen bestimmte Organisationen erlasse, dann ist es durchaus absehbar, dass die sich da zur Wehr setzen und dass die das nicht klaglos hinnehmen. Und außerdem konnte man durchaus auch gut erkennen, dass wir hier Grundrechtseingriffe haben, denn selbstverständlich wird in die allgemeine Handlungsfreiheit eingegriffen und klargestellt, jetzt durch das Bundesverfassungsgericht, auch tatsächlich in die Menschenwürde. Und so ein Eingriff in die Menschenwürde kann auch nicht gerechtfertigt werden. Ob man das jetzt tatsächlich damals bereits erkennen musste, das sei mal dahingestellt. Jedoch konnte man durchaus erkennen, dass es zu einer Verfassungsbeschwerde kommen wird. Vielen Dank, Alex. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, dass es letztendlich nicht nur zu einer Verfassungsbeschwerde gekommen ist, sondern, um genau zu sein, zu 6 verschiedenen Verfassungsbeschwerden, die vom Bundesverfassungsgericht zu einer Verhandlung zusammengefasst worden sind. Und zwar sind 5 von diesen Verfassungsbeschwerden von Personen bzw. Institutionen gekommen, die Sterbehilfe anbieten möchten. Sprich zum Beispiel Sterbehilfevereinen, die es schwerkranken Menschen ermöglichen möchte, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Eine von den 6 Verfassungsbeschwerden ist ebenfalls von einer Organisation gekommen, allerdings von einer Organisation von Betroffenen, die die Möglichkeit haben wollen, legal Hilfe oder Assistenz zu ersuchen, um Suizid begehen zu können.
Ja, selbstverständlich. Die Sterbehilfevereine sind ja nicht einfach so aufgekommen. Natürlich stehen da ein ganzer Haufen betroffener Menschen dahinter, die sich Sterbehilfe wünschen, die sich Beihilfe wünschen, die sich Hilfe in dieser schwierigen Lebenslage wünschen. Und dementsprechend ist es natürlich verständlich, wenn auch diese eine Klage eingereicht haben. Ja, vollkommen richtig. Alex, du hast es gerade angesprochen. Es geht darum, Menschen die Möglichkeit zu geben, selbst über ihr Leben zu verfügen. Und das hat der Gesetzgeber in seinem Gesetzesentwurf auch tatsächlich dargelegt, dass dieses Recht auf diese Selbstbestimmung anerkannt wird. Es lohnt sich aber dennoch, sich nochmal genauer mit diesem Entwurf zu beschäftigen. Denn unter anderem wird auch erwähnt, weshalb diese Norm letztendlich geschaffen wurde. Und da lohnt sich auch mal ein Blick in das Gesetz. Wenn wir uns jetzt mal die Tötungsdelikte im StGB anschauen, dann sehen wir eindeutig, dass wir einerseits den 216 StGB als bestehende Strafnorm haben, die die Tötung auf Verlangen regelt und diese unter Strafe stellt. Andererseits haben wir natürlich die seit jeher straflose Beihilfe zum Suizid. Wodurch unterscheiden sich die beiden Tatbestände? Also grundsätzlich kann man sagen, dass der größte Unterschied und der relevanteste Unterschied bei der sogenannten Tatherrschaft liegt. Wenn wir jetzt uns die straflose Beihilfe anschauen, dann sehen wir eindeutig, die Tatherrschaft liegt hierbei bei dem sogenannten Suizidwilligen. Der entscheidet über das Ob und Wie seines Todes und hat letztendlich auch die Handlung, die zu seinem Tod führt, in eigener Hand. Beim Paragraphen 216 hingegen liegt die sogenannte Tatherrschaft in den Händen der dritten Person, also des sogenannten Täters. Und der 217, der füllt sozusagen jetzt diese Lücke, diese Grauzone und differenziert sozusagen diese Unklarheit aus, was passiert, wenn Menschen geschäftsfähig tätig werden und das wiederholt durchführen. Ich denke, das ist eine legitime Position, die aber nur unzureichend umgesetzt wurde letztendlich. Ja, das ist durchaus richtig, dass das in den Erwägungsgründen einen Punkt gefunden hat. Allerdings würde ich jetzt mal in Abrede stellen wollen, dass da tatsächlich in der Gesetzgebung, beziehungsweise dass die Intention hinter dem Gesetz tatsächlich in dieser strafbaren Regelungslücke steckt. Denn ich glaube kaum, dass der Gesetzgeber hingeht und sagt, ach, blättern wir doch heute mal das StGB durch und schauen, wo wir da eine Strafbarkeitslücke haben. Das ist nicht das Vorgehen. Solche Gesetze sind meistens politisch motiviert und genau diese politische Motivation steckt ja eigentlich der Gesetzgebung vom 217 dahinter. Wir haben es bereits angesprochen, die Sterbehilfevereine kamen auf und der Gesetzgeber wollte vor allen Dingen, dass hier der Tod nicht zu einem Geschäft wird auf einmal, dass dieser Suizid irgendwie auf einmal ein ganz normaler Bestandteil unseres Gesundheitswesens wird und dementsprechend stehen hier eher diese politischen Gründe hinter der ursprünglichen Gesetzgebung. Selbstverständlich waren diese politischen Gründe auch erst politische Gründe aufgrund der existierenden Gesetzgebung und dieser Strafbarkeitslücke, die du angesprochen hast. Ich möchte dem Ganzen auch nochmal ergänzen, dass die Kirche dem Ganzen einen nicht zu verachtenden Beitrag geleistet hat. Die hat zu dem Zeitpunkt zum Erlass des Gesetzes ziemlichen Druck auf die Politik ausgeübt und somit den Entscheidungsprozess innerhalb des Bundestages auch stark beeinflusst. Vollkommen richtig, Marvin. Es ist auch sehr gut, dass du den Punkt ansprichst. Die Kirchen haben tatsächlich eine einflussreiche Rolle bei der Entstehung der Norm gespielt. Es gibt auch eine Stellungnahme der christlichen Religionsgemeinschaften im Urteil gemäß § 27a des Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Da haben sich die Kirchen unter anderem zu ihrer Meinung der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung geäußert und unter anderem erwähnt, dass laut Ansicht der Kirchengemeinschaften diese Menschenwürde, die im Artikel 1 Absatz 1 geregelt wird, quasi unmittelbar mit dem Leben zusammenhängt und quasi ein selbstbestimmter Tod nicht mehr von der Menschenwürde umfasst wird. Dem entgegnet das Bundesverfassungsgericht, dass vor allem der Tod der letzte Ausdruck der Menschenwürde ist, sozusagen ist es auch unabhängig von jeglichen Menschenbildern, von jeglichen Gesellschaftsbildern. Das ist auch ziemlich wichtig, denn aus gutem Grund ist die Kirche in Deutschland nicht für die Gesetzgebung verantwortlich. Und dementsprechend kann man dieses Argument als in sich legitimes Argument bezeichnen, aber letztendlich natürlich obliegt die Verfassungsmäßigkeit oder die Einschätzung der Verfassungsmäßigkeit beim Bundesverfassungsgericht. Wenn ich jetzt ein persönliches Statement dazu abgeben müsste, ich würde mich auch eher dieser Anschauung des Gerichts anschließen, dass eben der Tod weitläufig von der Menschenwürde umfasst wird. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht.
Ja, ich sehe das ganz ähnlich, um noch einmal auf dieses Statement der Kirche zurückzukommen. Dadurch sehen wir auch, dass durchaus schon im Gesetzgebungsprozess, diesen Punkt hatten wir bereits angesprochen zuvor, erkenntlich war, dass wir hier eventuell zumindest einen Eingriff in die Menschenwürde haben. Und das beantwortet, glaube ich, ganz, ganz, ganz klar deine Frage, die du zu Beginn gestellt hast. Das war absehbar. Und es war auch so absehbar und so ein umstrittenes Thema, dass man im Gesetzgebungsprozess ja auch den Fraktionszwang aufgehoben hat für die Abgeordneten, weil es eben doch einige Gewissensbisse in dem Thema gab. Ich sehe durchaus die Punkte, die der Gesetzgeber hatte. Und ich sehe auch den Sinn und Zweck dahinter, wenn man diese Kommerzialisierung des Todes nicht möchte, weil man das moralisch nicht vertretbar findet. Das ist durchaus richtig. Aber so, wie die Gesetzgebung zum Schluss erlassen worden ist, sage auch ich ganz persönlich, kann ich mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus diesem Jahr leben, sehr gut leben. Vielen Dank für die Einführung in die Entstehungsgeschichte des Paragraphen 217 StGB. Solltet ihr beide dazu nichts mehr zu ergänzen haben, würde ich gerne weitergehen zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ich denke mal, das wäre jetzt auch eine sehr gute Überleitung dahin. Und zwar würde ich einfach nur einmal gerne ansprechen, welche Grundrechtsverletzungen von den Klägern überhaupt gerügt wurden. Wir haben hier nämlich einmal das allgemeine Persönlichkeitsrecht, welches die Kläger als verletzt angesehen haben. Darüber hinaus haben sie noch angeführt, dass die Gewissensfreiheit aus Artikel 4 Grundgesetz verletzt sei. Insbesondere Ärzte und Organisationen, die Hilfe anbieten möchten, haben angeführt, dass deren Berufsfreiheit betroffen ist. Außerdem wurde noch argumentiert, dass die Vereinigungsfreiheit verletzt sei und außerdem auch die allgemeine Handlungsfreiheit aus Artikel 2 verletzt sei. Am Ende hat das Bundesverfassungsgericht drei Grundrechtsverletzungen von diesen bejaht. Darauf können wir aber gleich noch vereinzelt eingehen. Ja, Marvin, das hast du gerade sehr gut angesprochen. Es geht natürlich um sehr hochrangige Verfassungsrechte in diesem Urteil. Sehr beeindruckend fand ich es auch, wie das Bundesverfassungsgericht argumentiert hat, weshalb das so ein intensiver Eingriff in dieses Grundrecht darstellt. Da sehen wir zum einen mal die Tatsache, dass wir natürlich Menschen haben, die diesen Druck, diesen Wunsch verspüren, diese Handlung zu vollführen. Und natürlich möchte man sich dann an Menschen wenden, die dementsprechend auch die Kompetenz mitbringen und die auch die nötigen Qualifikationen besitzen. Wenn man das möchte, dann ist man dementsprechend dazu verleitet, die Hilfe bei Menschen zu suchen, die das bereits in ihrer langjährigen Erfahrung ausgeübt haben. Und das sind nun mal im größten Teil Ärzte, aber auch professionelle Vereine, die die Hilfe durchführen. Und diese Hilfe, diese Tatsache wird diesen Menschen dann untersagt, weshalb sie letztendlich zu Maßnahmen zurückgreifen müssen, die in ihrer Art und Weise ihrer Menschenwürde nicht gerecht werden, was den Tod betrifft. Und dem stimme ich voll und ganz zu. Hierbei wird der persönliche Wille untergraben und natürlich auch in gewisser Weise die Autonomie, die den Menschen und die Menschenwürde letztendlich ausmacht. Ja, der Eingriff liegt ja hier im Endeffekt nicht im Verbieten des Suizides, das ist ganz klar. Er liegt ja eben in diesem Suchen von Hilfe. Heißt, ich beeinträchtige die Person eigentlich mehr indirekt in diesem Fall, würde ich sagen, wenn wir die Grundrechtseingriffe betrachten. Sie können sich ja nach wie vor weiter dazu entscheiden, sich das Leben zu nehmen, können sich allerdings keine Hilfe mehr suchen. Diese können sich natürlich aktiv nicht mehr suchen. Also in dem Sinne ist das, ja, ich sehe das ein wenig dualistisch, diesen Eingriff. Also wir haben zum einen eigentlich so ein aktives Verbot des Hilfesuchens quasi, was indirekt dann diese Menschenwürde und die allgemeine Handlungsfreiheit und so weiter und so fort. Marvin hat die ganze Kette aufgezählt der Grundrechtseingriffe dann mit beeinträchtigt. Und du hast es bereits angesprochen, man möchte sich in solchen Situationen natürlich lieber professionelle Hilfe suchen. Das war ja durch die Norm nicht komplett eingeschränkt. Das muss man mal festhalten. Das war durchaus noch möglich. Aber es wurde faktisch eigentlich eingeschränkt. Denn kein Arzt der Welt hat sich mehr getraut, hier irgendwie Hilfe anzubieten oder irgendetwas dergleichen an seine Patienten weiterzugeben, die danach gefragt haben, weil hier so eine ganz große rechtliche Grauzone entstanden ist durch diesen Begriff
der Geschäftsmäßigkeit. Und dadurch wurde faktisch quasi das Hilfesuchen unmöglich für die Betroffenen. Alex, du hast das gerade so schön ausgedrückt, dass kein Arzt der Welt sich trauen würde, sich diese Hilfe anzubieten. Genau das wurde nämlich vielfach argumentiert. Menschen, die Hilfe suchen beim Suizid, wurden darauf verwiesen, dass sie sich doch an ein Land wenden können, in dem eben diese Hilfe, diese Suizidhilfe legal ist. Da hat das Bundesverfassungsgericht aber auch ganz deutlich in dem Urteil gesagt, dass eine solche Weiterverweisung in ein anderes Land nicht zulässig ist. Das Ganze muss sich abspielen im Geltungsbereich des deutschen Grundgesetzes. Und eine Verweisung dieser Menschen in ein anderes Land, in eine andere Rechtsgebiet, in eine andere Rechtsordnung ist dementsprechend nicht möglich. Ja, ganz gut. Eine sprachliche Ungenauigkeit meinerseits mit keinem Arzt der Welt, aber im Endeffekt tatsächlich ja ein Punkt. Denn es ist ganz richtig, sogar die Kontaktverschaffung ins Ausland war ja dann unter Strafe gestellt, wenn man das Ganze eben geschäftsmäßig betrieben hat. Zu diesem Begriff werden wir ja gleich mit Sicherheit noch kommen. Ich möchte auch nochmal den Punkt ansprechen, der gerade schon mal teilweise erwähnt wurde. Es geht um die Autonomie der Person. Und im Urteil des Bundesverfassungsgerichts steht ja auch drin, dass das Verhältnis zwischen dem Suizidwilligen und der behandelnden Person, die den Eingriff letztlich durchführt, nicht nur ein autonomes Verhältnis im Sinne der Privatautonomie vorhanden ist, sondern dass es eben auch diese gewisse Drittwirkung in die Gesellschaft hinein gibt. Das heißt, wenn wir jetzt dieses Verhältnis mal im äußeren Sinne betrachten, dann wird durch diese Legalisierung natürlich auch die Gesellschaft angesprochen. Es werden neue Möglichkeiten eröffnet und es werden Menschen beeinflusst. Findet ihr, das ist ein legitimer Punkt des Bundesverfassungsgerichts, dass man das anspricht und sozusagen meint, dass es betrifft nicht nur die Person, die es letztendlich den Suizid möchte und dem auch einwilligt, sondern es hat so eine Drittwirkung in die Gesellschaft hinaus? Ja, durchaus hat es natürlich eine Drittwirkung, denn überwiegend betroffen sind ja jetzt nicht nur die Suizidwilligen alleine, sondern eben auch die Sterbehilfevereine, die Ärzte vor allen Dingen. Dementsprechend hat das natürlich eine Drittwirkung und hat auch so einen gesellschaftlichen Effekt, ja, dass dieser Suizid ein wenig verpönt ist. Man möchte diesen nicht gerne sehen, ja. Sterbehilfe ist an sich so ein umstrittenes Thema und man möchte das auch vom Gesetzgeber nicht so gerne haben und dementsprechend würde ich deine Frage natürlich mit Ja beantworten. Ja, das hat gesellschaftlichen Einfluss. Da gebe ich dem Bundesverfassungsgericht recht. Ja, vollkommen richtig. Ich bin da auch der Meinung, dass der Punkt eine legitime Position darstellt. Allerdings muss man sich die Frage stellen, inwieweit werden die Menschen beeinflusst? Inwieweit sind sie sich vor dieser Entscheidung schon sicher, dass sie diesen irreversiblen Eingriff durchführen möchten? Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wenn die Menschen durch diese Öffnung des assistierten Suizids quasi erst motiviert werden, diese begleitete Tötung vorzunehmen, dann muss man sich die Frage stellen, wie ernstlich ist wirklich das Verlangen, wenn wirklich nur aufgrund dieser gesellschaftlichen Drittwirkung ein Todeswunsch besteht. Das ist natürlich der Punkt, den man betrachten muss, aber grundsätzlich bin ich natürlich auch der Meinung, dass man diese gesellschaftliche Drittwirkung nicht außer Acht lassen kann. Ja, genau. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, der auch dieses Thema behandelt hat. Da wurde eine Pflegekraft zitiert, die gesagt hat, dass der Sterbewunsch auch oft nur ein temporärer Wunsch ist. Das heißt, es wird teilweise auch als ein Ruf nach Hilfe bezeichnet. Dieses Argument muss man natürlich auch sehen. Jedoch ist es auch so, dass man nur, weil es dieses Argument gibt, was ich vollkommen nachvollziehen kann, die Sterbehilfe nicht komplett verbieten kann, beziehungsweise dahingehend verbieten kann, dass sie faktisch unmöglich gemacht wird. Dann gibt es ja die Möglichkeit, das hat das Bundesverfassungsgericht auch deutlich in dem Urteil gesagt, nach Präventionsmöglichkeiten, zum Beispiel einer Wartefrist, die man einhalten muss, bis man eben legal Sterbehilfe in Anspruch nehmen darf. Ja, durchaus richtig. Und das ist ja auch eines der Argumente. Kann ein Mensch, der sich in dieser Situation befindet und schwer krank ist, kann der überhaupt noch einen klaren Kopf bewahren und hier eine vernünftige Entscheidung treffen? Die Frage ist, darf sich der Gesetzgeber das anmaßen, diesen Menschen diese klare Entscheidung abzunehmen und zu sagen, nein, kann er nicht, oder ihn dahin zu stellen und zu sagen, nein, das ist nicht möglich, der kann keine klare Entscheidung mehr treffen. Darf das da einfließen? Sehe ich kritisch.
Und du hast ja bereits auch gerade andere Möglichkeiten angesprochen. Das ist auch noch ein Punkt, zu dem wir kommen werden. Was sind denn eigentlich harmlosere Maßnahmen, um das zu verhindern? Ja, genau. Was ich dem vielleicht noch hinzufügen möchte, ist, dass es tatsächlich so ist, dass sich die Menschen, die vielleicht einen Suizid begehen möchten, oft in einer hohen Drucksituation befinden könnten. Ich möchte jetzt nicht darauf hinaus, dass diese Menschen vielleicht nicht mehr ganz klar im Kopf sind und nicht mehr im Vollbesitz ihrer geistigen Fähigkeiten, sondern ich möchte darauf hinaus, dass diese Menschen vielleicht gepflegt werden müssen von Angehörigen, die dann in ihrem Alltag eingeschränkt sind und dann vielleicht aus Schuldgefühl gegenüber eben diesen Angehörigen die Suizidhilfe suchen. Es könnte natürlich auch der Fall sein, dass Angehörige versuchen, diese Menschen zu überreden, um eventuell an ein Erbe zu kommen oder ähnliches. Und das muss man natürlich auch sehen. Ja, natürlich ein valider Punkt, aber durchaus schon sehr fragwürdig, wenn solche Ansichten in der Familie existieren. Ja, danke Alex nochmal für deinen Punkt. Du hast es ja eben schon angesprochen, dass wir jetzt auch nochmal auf mildere Mittel sozusagen zurückkommen wollen. Ich möchte die Gelegenheit auch gleich nutzen, um mich mal etwas vom Urteil wegzubewegen und auf zukünftige Maßnahmen zu schauen. Der Gesetzgeber hat natürlich jetzt die große Aufgabe, mit dem Urteil umzugehen und die zukünftige Beihilfe zum Suizid auszugestalten. Und wenn wir in die Zukunft schauen, dann müssen wir natürlich auch uns anschauen, welche Voraussetzungen sollte es geben, welche Alternativen sollten dem Suizidwilligen zur Verfügung gestellt werden. Wenn wir uns jetzt mal das größere Bild anschauen, wie könnte man in einem Begleitgesetz zur Suizidhilfe beispielsweise diese Problematiken ausgestalten, umgehen oder erweitern? Ja, die Punkte, die du gerade ansprichst, sind ganz wichtig. Wie geht es weiter? Und die Frage, die wir uns vielleicht auch stellen, warum kam denn das Gesetz überhaupt in diesem Zusammenhang? Was war denn eigentlich das Problem, beziehungsweise weshalb kamen denn die Sterbehilfevereine auf? Ich denke, das ist ein recht wichtiger Punkt. Und da kann man sich eventuell durchaus die Frage stellen, ob denn nicht die Palliativmedizin in Deutschland, die ja hier einen ganz erheblichen Beitrag leistet in diesem Bereich, ob die denn überhaupt ausreichend war, ob die gut genug war. Oder warum kommt denn der Wunsch bei so vielen Leuten auf, dass sie jetzt tatsächlich ihr Leben beenden wollen, nicht mehr möchten? Hat hier vielleicht die Palliativmedizin in Deutschland ein Problem gehabt? Du sagst es, Alex. Wir müssen uns natürlich einerseits auf Alternativen konzentrieren. Wenn du die Palliativmedizin ansprichst, dann muss man das natürlich differenziert betrachten. Wir haben natürlich unterschiedliche Angebote in Deutschland und auch europaweit. Dementsprechend würde ich jetzt keine pauschale Aussage treffen, aber natürlich muss man sich selbst zugestehen als Verantwortlicher solcher Einrichtungen, wenn da nicht alles in dem Sinne abläuft, wie man es gerne hätte. Man muss jedoch auch den Fokus auf andere Alternativen legen, wenn wir jetzt beispielsweise keine geeigneten Maßnahmen finden, die der Suizidwillige beanspruchen möchte, muss man sich natürlich auch mit dem Gedanken auseinandersetzen, wie gestalten wir dann tatsächlich den Ablauf dieses Prozesses, wenn wirklich die Einwilligung vorliegt. Und da würde ich natürlich erstmal betonen, dass man eine Wartezeit einführen sollte. Diese Wartezeit muss natürlich verhältnismäßig sein. Sie darf jetzt nicht 5 Jahre betragen. Das wäre natürlich nicht zumutbar für den Suizidwilligen. Andererseits darf sie auch nicht zu kurz sein. Es muss natürlich ein ausgewogenes Verhältnis geben, in dem der Patient sozusagen nochmal das Ganze Revue passieren lassen kann und seine Entscheidung abwägen kann und gegebenenfalls auch sich Informationen einholen kann über seine zukünftigen Pläne. Ja, oder ganz, ganz anderer Vorschlag, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass der 217 so wie er war, nicht in Ordnung war. Dann könnte man sich doch die Frage stellen, was war denn das große Problem am 217 eigentlich? Beziehungsweise was wurde von vielen als Problem angesehen? Und ich sehe hier auch ganz deutlich diesen Begriff der Geschäftsmäßigkeit, der hier ein ganz großer Kritikpunkt war. Und wenn wir sagen, Geschäftsmäßigkeit war nicht gut, und warum war Geschäftsmäßigkeit nicht gut? Geschäftsmäßigkeit war nicht gut, weil es recht undefiniert ist und weil auf einmal auch ganz viele Ärzte in diese Regelung reingerutscht sind, die eigentlich nur ihren Patienten helfen wollten, die das vielleicht auch nicht kommerziell machen wollten und hier einfach schon durch das wiederholte Tätigwerden, durch die wiederholte Informationsbeschaffung
auf einmal in einen strafbaren Bereich gerutscht sind. Und das waren ja vor allen Dingen die Kritikpunkte von vielen Ärzten. Und da frage ich mich, weshalb hat man denn dann den 217 nicht einfach anders formuliert und hat gesagt, nein, wir machen jetzt hier nicht geschäftsmäßig, sondern eventuell auch einfach kommerziell draus. Vollkommen richtig. Das sprichst du gerade an mit der Profitmaximierung. Da würden wir auch, wenn wir das ändern würden, in Deutschland keinen europäischen Alleingang gehen. Es gibt ja viele Staaten in Europa, in denen die passive Sterbehilfe in einer ausgeweiteten Form erlaubt ist. In der Schweiz beispielsweise, da gibt es aber auch dieses Profitverbot, das wird auch regelmäßig kontrolliert, dass wirklich die Einnahmen, die ein Verein oder eine Arztpraxis einnimmt, wirklich nur zur Deckung der Ausgaben verwendet werden. Das wird auch sehr streng kontrolliert. In den Niederlanden kenne ich das auch. Von daher wäre das wirklich eine Alternative, die man in Betracht ziehen sollte. Dem Ganzen ist vielleicht noch zu ergänzen, dass es dementsprechende Regelungen im StGB bereits gibt. Das StGB kennt zum Beispiel den Begriff der Gewerbsmäßigkeit im Rahmen des Betrugs zum Beispiel, der eben genau das ausdrückt und deswegen auch eine mögliche Alternative zu dem Wort geschäftsmäßig darstellen würde. Dementsprechend gehe ich einfach davon aus, dass es zu dem Zeitpunkt von dem Erlass vom 217 StGB wirklich der Wille des Gesetzgebers war, eben auch Organisationen zu erfassen, die keinen Gewinn damit erzielen möchten. Diesen Willen des Gesetzgebers musste man zu diesem Zeitpunkt akzeptieren. Jedoch hat das Bundesverfassungsgericht jetzt ja klargestellt, dass es eben so nicht geht. Die Frage ist jetzt, wie sich der Wille des Gesetzgebers bilden wird. Ob der Gesetzgeber sagt, okay, ich könnte mir vorstellen, ein entsprechendes Gesetz zu erlassen, was eben nur die kommerzielle Sterbehilfe erfasst, oder ob der Gesetzgeber vielleicht auch sagt, okay, wir haben uns jetzt an diesem Gesetz die Finger verbrannt, wir lassen das erstmal so, wie es jetzt ist und gucken, wie sich die Situation weiterhin entwickeln wird. Vollkommen richtig. Ich würde gerade, da du jetzt die neue gesetzliche Regelung ansprichst, das Ganze vielleicht im Rahmen eines entsprechenden Gesetzes verankern, indem man dann auch diese Punkte einbringt, die ich vorhin schon angesprochen habe, beispielsweise die Wartezeit, die festgelegt wird, eine Informationspflicht, die entsprechend auch kompetent vermittelt wird, dass Alternativen vorgeschlagen werden oder dass auch der Wille tatsächlich in letzter Konsequenz ausnahmslos festgestellt wird. Solche Dinge sollte man dann vielleicht gleichzeitig mitregeln, um dann wirklich auch ein wasserdichtes Gesetz vorliegen zu haben. Mich würde vielleicht mal eure Meinung zur Wartezeit interessieren, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das durchaus kritisch, eine feste Wartezeit festzulegen. Vielmehr fände ich es sinnvoll, eine Voraussetzung zu schaffen, dass Sachverständige unterschiedlicher Disziplinen sich mit dem entsprechenden Patienten auseinandersetzen müssen, ihn begutachten müssen, ihn eventuell aufklären müssen und dann kann man eine Entscheidung treffen, ob diesem Patienten erlaubt wird, Suizidhilfe zu bekommen oder nicht. Konkret manche zum Beispiel Palliativmediziner, Psychologen, aber eventuell auch kirchliche Seelsorger, wenn der Patient eben gläubig ist, denke ich, sollte man das auch auf jeden Fall berücksichtigen. Ja, das ist durchaus ein guter Punkt mit dieser Wartezeit. Denn eigentlich ist das ja schon wirklich perfide, wenn ich jemanden, der am Leiden ist und wirklich Stunde für Stunde, Minute für Minute Qualen ertragen muss, dass er zu diesem Entschluss kommt, er möchte sich das Leben nehmen oder er möchte sich Hilfe suchen, sich das Leben zu nehmen, dann ist das ja schon sehr, sehr perfide, wenn ich sage, oh ja, das ist toll, dass du diese Idee hast, aber jetzt warte doch bitte noch ein oder zwei Wochen. Ja? Und das sind zum Teil Menschen, die machen keine ein oder zwei Wochen mehr mit, die wollen einfach nur noch erlöst werden. Ja? Und da sehe ich so eine Wartezeit durchaus auch kritisch, da gebe ich dir recht. Andererseits ist es natürlich ein valides Argument zu sagen, hast du dir das wirklich gut genug durch den Kopf gehen lassen? Jetzt würde ich aber auch mal behaupten, dass sich niemand, kein Mensch trifft doch so eine Entscheidung von jetzt auf gleich und aus Jux und Dollerei. Wirklich nicht. Und dann hier zu sagen, naja, wir sprechen dem quasi, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, wir sprechen dem jetzt ab, selbst zu entscheiden quasi, ob er in der Lage ist, hier diese Entscheidung zu treffen. Das halte ich durchaus nicht für gut. Jetzt kam dein Alternativvorschlag, Marvin. Man könnte ja Experten quasi hinzuziehen, die das dann entscheiden. Okay, derjenige war in der Situation,
klar genug beisammen, beziehungsweise er hat sich darüber genug Gedanken gemacht, dass er hier tatsächlich einen Willen treffen konnte, diesen schweren und großen Schritt zu gehen. Da gibt es natürlich das Problem, dass sich eventuell einfach das Ganze dann zum Schluss so herausstellen wird, dass die Patienten sagen, ach bitte, lassen Sie doch, ja, natürlich, es ist ja auch Ihr Wunsch. Und dann zum Schluss einfach hier, ja, okay, Häkchen dran, fertig, ja, erlösen wir ihn halt, ja. Ob sich da dann im Endeffekt wirklich die Gedanken drum gemacht werden, das ist die Frage. Wir sehen das natürlich auch in anderen Bereichen, ja. Wenn du jetzt morgen zum Notar gehst und lässt dir ein Testament machen, ja, der begutachtet auch, ob du jetzt testierfähig bist, ob du dir da durchaus im Klaren drüber bist, was du machst. Der kann jetzt auch nicht Ja oder Nein sagen. Also wir sehen da Parallelen, ich sehe allerdings auch Probleme, ja, und wenn ich dir die richtige Lösung sagen könnte, du, dann weiß ich auch nicht, dann würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen, sondern irgendwo, wo das entschieden wird. Ja, Alex, sehr gut mit dem Notar, das war ein sehr gutes Beispiel. Ich würde mich deiner Meinung auch anschließen, grundsätzlich muss man einfach ein gesundes Mittel finden und man darf den Menschen, den Patienten, der diesen Willen hat, auch nicht zum Spielball dieses Willens machen. Und dementsprechend muss man dann diese Zeiten wirklich im Verhältnis so einteilen, dass man einerseits Zeit hat, ihn zu informieren, ohne ihn den Willen abzusprechen. Das ist ganz wichtig. Man darf also diese Informationspflicht nicht damit gleichsetzen, auch den Willen abzusprechen, um ihn quasi mit jedem verfügbaren Mittel umzustimmen. Aber dennoch muss man diese Person bei klarem Verstand belehren, dass es eben eine irreversible Entscheidung ist und dementsprechend diese Wartezeit auch angemessen einteilen kann. Das ist sehr wichtig. Genau, Jan, da sprichst du nämlich einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, nämlich bei diesen Aufklärungs- und Beratungsgesprächen darf der Patient nur informiert werden. Das ist ganz wichtig. Das hat das Bundesverfassungsgericht in dem Urteil nämlich auch nochmal klargestellt. Die Motive des Patienten, der Selbstmord begehen möchte, dürfen in keinster Weise bewertet werden. Eine solche Bewertung ist dem Grundgesetz laut dem Bundesverfassungsgericht fremd. Und hier ist es wirklich ganz wichtig, dass man festhält, dass eben diese Beratungsgespräche reine Beratungsgespräche bleiben und eben keine Überzeugungsgespräche oder keine, salopp gesagt, Bequatschungsgespräche, bleibt doch noch am Leben, das Ganze ist doch nicht so schlimm. Dementsprechend, das Ganze würde wieder auf eine Bewertung der Motive hinauslaufen und wäre dementsprechend zu vermeiden. Genauso wäre es ja auch der Punkt, dass es stark umstritten ist, ob Suizidhilfe auch bei psychischen Erkrankungen gewährt werden sollte. Hier darf man meiner Meinung nach auch keine Differenzierung vornehmen zwischen physischen und psychischen Erkrankungen, denn genau das würde eben wieder zu einer Bewertung der Motive des Individuums hinauslaufen, die, wie ich gerade erwähnt habe, unzulässig ist. Ja, durchaus ein valider Punkt. Ja, es ist schwierig zu beurteilen, was der Gesetzgeber jetzt macht. Ein möglicher Weg ist, das hast du schon angesprochen, Marvin, zu sagen, ja, wir lassen das jetzt mal laufen und schauen einmal, ob sich das wirklich zu einem Problem entwickelt, ob es wirklich so schlimm ist. Vielleicht ist ja hier mittlerweile auch beim Gesetzgeber ein wenig eine andere Ansicht eingetreten seit 2015. Jetzt würde ich doch gerne zu einem Punkt zu sprechen kommen. Oder Jan, wolltest du noch gerade was ergänzen? Bitte. Ich wollte jetzt nur noch mal kurz zu deiner Ausführung ergänzen. Es gibt ja da auch eine Aussage der Justizministerin Christine Lambrecht, die ja versprochen hat, kurz nachdem das Urteil verkündet wurde, das noch vor der nächsten Bundestagswahl anzugehen und diese Gesetzgebung quasi auszugestalten. Ich bin da wirklich sehr gespannt, zu welchem Ergebnis die Bundesregierung dann kommen wird letztendlich. Mhm. Ja, bisher haben wir reichlich wenig gehört, oder? Glaube ich, seit dem Urteil. Es kam nicht viel rum dabei. Genau. Ja, vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass dazwischen die Corona-Pandemie gekommen ist und dementsprechend die Prioritäten in der Regierung auch woanders lagen. Im Ergebnis stimmt es allerdings, man hat bis jetzt nichts mehr gehört. Mhm. Ja gut, das stimmt natürlich. Ausnahmesituation dieses Jahr. Unter anderem auch ein Thema, weshalb unsere erste Episode hier über den Paragraph 217 StGB geht und eben nicht über Corona, weil ich es glaube... Weil ich glaube, dass die Zuhörer und wir es langsam leid sind, jeden Tag nur über
Corona zu hören. Aber diese Bemerkung nur mal am Rande. Jetzt würde mich noch ein Thema interessieren, beziehungsweise eure Meinung dazu interessieren. Wie wurde das Urteil denn aufgenommen? Denn ich habe da eine Stimme gehört, die mich, naja, ein wenig in Rage gebracht hat, sagen wir es mal so. Die Bundesärztekammer konnte mit diesem Urteil nämlich überhaupt nicht gut leben. Sie hat gesagt, ja, Suizid, das ist keine ärztliche Aufgabe, und die waren eigentlich ganz zufrieden, dass das ein bisschen ausgemerzt worden ist und dass gesagt worden ist, okay, die Ärzte haben sich da eigentlich nicht drum zu kümmern oder bewegen sich da in einer rechtlichen Grauzone, die sollen das gar nicht erst machen. Ja? Ärzte sollen nicht über Suizid entscheiden, das ist nicht deren Dasein. Die Ärzteschaft wiederum fand es eigentlich ganz gut, das Urteil, und hat gesagt, naja, Gott sei Dank, wenn wir jetzt hier Kontakte vermitteln, dann bewegen wir uns nicht mehr in einer rechtlichen Grauzone. Und da muss ich doch ganz ehrlich sagen, muss ich den Ärzten recht geben, denn was ist denn das für eine realitätsfremde Anschauung der Bundesärztekammer, wenn die sagt, ach, das ist keine ärztliche Aufgabe. Es tut mir leid, aber wenn es die Aufgabe einer Berufsgruppe ist, hier beratend tätig zu werden, dann sind das doch die Ärzte, die am nächsten an der Krankheit des Patienten dran sind, mit denen der Patient intensiven Kontakt hat in so einer schwierigen Phase. Ja? Also das läuft doch völlig an der Realität vorbei, wenn die Bundesärztekammer jetzt sagt, ach, das Urteil ist gar nicht so toll, weil das gehört eigentlich nicht ins ärztliche Berufsbild. Ja, vollkommen richtig. Ich greife mal ein Wort auf, das du gerade angesprochen hast, nämlich realitätsfern. Ich glaube, so kann man das wirklich gut erklären, weshalb die Ärztekammer da so eine ablehnende Haltung hat. Vielleicht fehlt ihnen auch die Praxis und der Umgang mit den Patienten, um das wirklich aus einer sehr menschennahen Perspektive zu beurteilen. Das soll jetzt keine Unterstellung sein, aber vielleicht eine mögliche Erklärung für die Ablehnung. Wie gesagt, das Urteil gibt den Ärzten auch teilweise Rechtssicherheit, im Sinne von, sie müssen jetzt keine Anfragen mehr ablehnen, sie können das jetzt zumindest bis dieses ausgestaltete Gesetz beschlossen wird, sollte es denn beschlossen werden, können sie sich tatsächlich darauf berufen oder können sich darauf verlassen, nicht bestraft zu werden für diese Handlung. Und da du ja auch gefragt hast, ob wir negative Reaktionen mitbekommen haben, ja natürlich, also es gibt natürlich Reaktionen von den Kirchgemeinschaften oder generell allgemein gesagt von Religionsgemeinschaften, die dem sehr ablehnend gegenüberstehen und die das auch verurteilt haben, diesen Beschluss. Von daher, ich kann das zwar nicht verstehen, aber natürlich erkenne ich die Meinung als legitime Position an. Ich möchte dem vielleicht auch noch ergänzen, dass die Entscheidung, ob ein Arzt Sterbehilfe gewähren möchte oder entsprechende Kontakte vermitteln möchte, immer bei dem Arzt als Individuum liegen sollte. Das Ganze hat das Bundesverfassungsgericht in dem Urteil auch sehr schön formuliert. Niemand darf zur Sterbehilfe verpflichtet werden. Diesen Satz finde ich extrem wichtig, denn so bleibt es jedem selbst überlassen, ob er das mit seinem Gewissen vereinbaren kann, eventuell auch mit seinen religiösen Ansichten vereinbaren kann, ob er jemanden entsprechende Kontakte vermittelt oder vielleicht auch entsprechende tödliche Medikamente bereitstellt. Ein pauschales Urteil über die ganzen in Deutschland ansässigen Ärzte finde ich in dieser Situation, in diesem Zusammenhang verfehlt. Ja. Um vielleicht noch mal ganz kurz zu ergänzen, die Kirchen haben natürlich auch hier wieder Kritik geäußert. Ich möchte hier aber auch noch mal wirklich betonen, dass gemäß Artikel 3 unseres Grundgesetzes jeder vor dem Gesetz gleich ist. Jetzt ist es aber so, dass nicht jeder Mensch in Deutschland christlichen Glaubens ist, aber trotzdem sich dann nach den Regeln, sozusagen nach den Vorstellungen des christlichen Glaubens richten müsste, weil der Paragraph 217 StGB denn davor ja für alle Menschen in Deutschland gegolten hat. Und dementsprechend die Kirche hier die Kritik meiner Ansicht nach auch eben verfehlt, aufgrund dessen, dass wir uns hier auch in einem säkularen Staat befinden. Ja, guter Punkt, den du nochmal mit der Ärzteschaft angesprochen hast, denn ich verstehe es auch nicht, wie sich die Ärztekammer quasi als gemeinschaftliches Organ hier anmaßen kann, so eine Entscheidung zu treffen. Das ist eine hochindividuelle Frage, hochindividuelle Diskussion und hochindividuell dem eigenen Gewissen geschuldet, wie man hier vorgehen möchte.
Und das wäre doch eigentlich auch eine schöne Position für die Ärztekammer gewesen, dass die gesagt hätte, wir überlassen das, oder natürlich überlassen sie es den Ärzten selbst, aber wir überlassen auch die Ansicht dem Ganzen, den Ärzten im Endeffekt selbst und sprechen jetzt nicht hier für die entgegen vielleicht deren Ansicht. Aber ich möchte jetzt da gar nicht so lang drauf rumreiten. Ich habe das auch nur schnell gesehen, dass diese Ansicht vertreten worden ist. Aber man hat es ja bereits auch damals, wir haben es angesprochen, bei der Gesetzgebung gesehen, hier hat man auch den Abgeordneten quasi ihr Gewissen selbst überlassen, so wie es eigentlich sein sollte. Ja, alles in allem können wir, glaube ich, festhalten, es ist nach wie vor ein hoch umstrittenes Thema, es ist nach wie vor hochkomplex und es ist auch ganz, ganz schwierig, jetzt eine Alternativlösung zu finden. Es ist ganz schwierig, die tatsächlichen Probleme dahinter zu sehen. Ich persönlich glaube, es ist eine doch gute Entscheidung gewesen. Denn die Menschen, die leiden und sich das wünschen, für die war das eine große Erleichterung. Und die müssen jetzt nicht mehr irgendwie durch Hintertüren sich Hilfe suchen. Die müssen nicht mehr in Grauzonen um Beratung bitten. Hier sehe ich durchaus die positiven Aspekte dieses Urteils. Vollkommen richtig. Da schließe ich mich dir auch vollends an. Das Urteil ist natürlich eine Bestätigung des Individualismus, auch dass der Staat den Bürger nicht bevormunden darf und auch nicht sollte. Dementsprechend bin ich sehr dafür, dass diese Entscheidung letztlich so gefallen ist. Aber dementsprechend habe ich auch an den Reaktionen gemerkt, dass es doch an einem Großteil der Bevölkerung, der gesamten Gesellschaft positiv aufgenommen wurde. Und ich kann das auch verstehen, weil letztlich ist es ein Thema, das viele Menschen angeht, auch wenn sie vielleicht selbst nicht mit dem Gedanken spielen, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist es doch tatsächlich ein Thema, das die wenigsten Menschen kalt lässt und dementsprechend bin ich da auch sehr zufrieden damit. Ja, es wurde gesellschaftlich, glaube ich, durchaus gut angenommen. Ich möchte zuletzt noch einbringen, dass dieses Urteil nochmal einen sehr wichtigen Grundsatz unseres Grundgesetzes hervorgehoben hat, nämlich, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, gemäß Artikel 1.1 Grundgesetz. Das hört sich auf den ersten Blick erstmal sehr abstrakt an. Ja, was ist überhaupt die Würde eines Menschen? Das Bundesverfassungsgericht hat dazu in dem Urteil ausgeführt, dass die Würde eines Menschen das Recht auf Selbstbestimmung beinhaltet. Und dieses Recht auf Selbstbestimmung endet eben nicht dann, wenn es darum geht, dem eigenen Leben ein Ende zu setzen. Ich finde das nochmal eine sehr schöne Konkretisierung dieses sehr wichtigen Grundsatzes. Und das hebt auch durchaus nochmal hervor, was diese Bundesverfassungsgerichtsentscheidung aus diesem Jahr, was die doch für eine Tragweite und Bedeutung hat. Denn wir haben nicht allzu oft Entscheidungen über die Menschenwürde. Also nicht allzu oft kommt das tatsächlich in einer Bundesverfassungsgerichtsentscheidung vor. Es ist ein recht abstrakter Begriff und der wurde tatsächlich ein Stück greifbarer. Und insgesamt kann man es mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts auch ausdrücken, dass Sterben oder der Wunsch nach dem Sterben ist auch Ausdruck der letzten Würde eines jeden Menschen. Ja, ich glaube, wir sind uns da alle recht einig zu diesem Thema. Es gab nicht allzu sehr die kontroverse Runde, die es vielleicht bei manch anderem Thema gibt. Das ist eventuell einfach der Thematik geschuldet und unseren doch recht gleichen Ansichten in der Runde. Aber ich würde sagen, wenn niemand mehr etwas zu sagen hat, könnten wir unsere erste Podcast-Folge dann damit beschließen. Es ist ein kontroverses Thema, auch wir finden keine Lösung, wollten aber einfach mal ein wenig über dieses Urteil plaudern. Und damit bedanke ich mich schon mal von meiner Seite bei euch fürs Zuhören. Und ja, wäre froh, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst und vielleicht den Podcast dem einen oder anderen auch weiterempfehlt. Alex, Jan, ich bedanke mich für das nette Gespräch. Ich bedanke mich aber auch herzlich bei unseren Zuhörern, die sich die Zeit genommen haben, sich unseren Podcast anzuhören. Ja, Alex hat es gerade abschließend nochmal erwähnt. Wir freuen uns grundsätzlich immer über Bewertungen oder Kommentare bezüglich entweder des gesamten Podcast-Formats oder der einzelnen Episoden. Dementsprechend könnt ihr uns gerne entweder über unsere Social-Media-Kanäle eine kurze Privatnachricht schreiben und uns mitteilen, was hat euch gefallen, was können wir eventuell in den nächsten Folgen besser machen. Ihr könnt uns aber auch sehr gerne eine öffentliche Bewertung hinterlassen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, wo auch immer ihr uns gerade eingeschaltet habt. Wir werden dieses Feedback auf jeden Fall beherzigen und in die Planung der nächsten Episoden mit einbeziehen.
Abschließend möchte auch ich mich nochmal recht herzlich dafür bedanken, dass ihr heute zu unserer Pilotfolge eingeschaltet habt. Gleichwohl hoffen wir natürlich, dass ihr auch unseren zukünftigen Episoden beiwohnen werdet und wir uns in nicht allzu langer Zeit wieder hören. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das war Fraglich ist. Wenn ihr mehr über uns und dieses Format erfahren wollt, dann folgt uns am besten auf Instagram, Facebook oder Twitter.